Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wieder alles beim Alten. Ich habe die ganzen Dinger da rausgetan vom Zelda-Mod. Und wir müssen nochmal hier die Darkness-Fall-Challenge machen, da wir sie beim letzten Mal ja nicht geschafft hatten. Ja, wie gehabt, wir haben einfach so ein richtig geiles Messer um uns rum, mit dem wir alles vernichten können. Sei denn, wir lassen uns einsperren. Aber er hat uns nicht mehr getroffen. Haha. So, hier der Seed, OHM. Kann man die Seeds eigentlich auch eingeben? Ah. War ja klar, dass er wartet, bis ich aufnehme, um mich dann anzuschreiben. Aber gut. Was wollte ich fragen, ob man die Seeds auch eingeben kann bei den Challenges? Sollte ich vielleicht mal drauf achten. Zwei Leute schreiben mich einfach an. Wow, okay. Egal. Das ignorieren wir einfach mal gekonnt. Und ich weiß nicht, warum ich die alle mit meinem Messer töten will, aber ich will's. Es muss einfach sein. Ja, wie gesagt, wenn wir nur noch ein Herz haben, dann kriegen wir diese stärkere Form, dank der Hure von Babylon. Dann haben wir noch das Pentagramm, was uns stärker macht und die Chance auf Devil Wounds erhöht. Dann haben wir noch den toten Vogel, der erscheint, wenn wir Schaden bekommen sollten. Dann, was haben wir noch? Hure von Babylon, Rasierblatt haben wir noch. Und wenn wir das einsetzen, das ist unser Space-Item, dann verlieren wir ein Leben. Und werden dafür um eins stärker, aber nur für diesen einen Raum, wo wir es einsetzen. Also kein gutes Item an sich. Und halt noch das Messer und die dunkle Materie. Die uns einmal ein Damage abgibt und dazu noch Angst drehen. Deswegen kommt er jetzt nicht ganz zu uns hin, weil er Angst vor uns hat. Dabei ist er so süß. Süßer kleiner Pin. Ja, du bist ganz süß. Oh, er geht vor uns weg. Er meidet uns. Warum, Pin? Warum? So furchteinflößend sind wir auch nicht. Wir kriegen zwei Schlüssel. Juhu. Und ein bisschen Luck-up und anscheinend auch ein blaues Herz. Okay, cool. Wir haben eine Bibliothek in der Ebene. Hoffentlich ist das die Bibliothek. Nein, okay. Dann... Die Bombe können wir uns leider nicht leisten. Dann gehen wir hier rein. Das muss die Bibliothek sein, genau. Und wir nehmen natürlich... Obwohl... Book of Revelations ist natürlich cool. Aber die Bibel ist natürlich auch geil. Ah, Spiel. Was machen wir denn jetzt? Mit der Bibel können wir halt das Herz und Marm sofort besiegen. Aber mit Book of Revelations haben wir immer ganz viele Herzen. Ah, wir müssen bis Satan kommen. Das sollten wir nicht vergessen. Deswegen würde ich sagen, wir behalten das Book of Revelations. Und können dann in die nächste Ebene gehen. Oh, das, doch. Das Book of Revelations ist sogar super. Dann können wir sogar uns auf ein Herz runterschwächen, auf ein rotes Herz. Und dann haben wir das Hure von Babylon-Item-Effekt-Ding. Und wieso kriegen wir eigentlich so auf den Keller? Verstehe ich nicht. Und dann werden wir ganz stark. Gut, wir brauchen also eine Maschine, eine Blood Donation-Maschine, um genau zu sein. Au. Damit wir unsere roten Herzen mal irgendwie abgeben können. Damit wir stärker werden und alles vernichten können. Schließlich sind wir hier so ein Antichrist sozusagen. So. Wollen wir jetzt schon zum Boss? Oh, Entschuldigung. Nein, die Hand. Immer wieder. Blöder Keller. Du mal mit deiner Hand. Der Keller ist doof. Wenigstens kann man durch die durchlaufen. Okay, komm. Die töten wir mit dem Messer. Einfach, weil wir es können. So. Er hat Angst vor uns. Was? Er hat Angst vor uns und kommt trotzdem zu uns? Dein Ernst? The Hand? Dein Ernst? Man kann ihn doch einfach nicht ausweichen, wenn man da zu lange stehen bleibt. Oh Gott. Wow. Sterben wir jetzt an der Hand? Ja? Vielleicht? Wow, das war knapp. Okay. Das haben wir überlebt. Da kriegen wir noch ein HP ab. Dankeschön. Oh, war ja. Gut, dass wir das Book of Revelations mitgenommen haben. Jetzt wären wir jetzt schon tot. Ja, auch nicht schlecht. The Hand ist einfach voll der Assi-Boss. Es gab auch schon eine Mod-Request, also eine Mod-Anfrage. Und in der stand einfach, dass man The Hand aus dem Spiel rausnehmen sollte. Und die hat auch ganz viele Daumen hoch bekommen. Das fand ich witzig. Ist halt auch einfach ein richtig blöder Boss. Ich mag ihn auch überhaupt nicht. So, euch mag ich entgegen. Ihr seid süß und macht nichts. Und ich töte euch trotzdem, weil ich einfach böse bin. Oh,
Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den großen Scheißhaufen nicht gesehen. So. Ist die Frage, wollen wir jetzt ein halbes Leben verlieren, damit wir den Effekt bekommen? Oder halt nicht. Ich will das Ding da auf jeden Fall haben. Ich will diesen Boss-Schlüssel haben. So, was passiert, wenn wir jetzt noch rüberlaufen? Verlieren wir dann unser schwarzes Herz? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, das schwarze hat uns ein halbes rotes Herz. Hm. Wir müssen aber auf jeden Fall noch Leben verlieren. Dann können wir auch noch in den Challenge-Raum da rein. Oh! Nice. Bestes Trinket in-game. Okay, warum nicht? Bestes Trinket in diesem Spiel haben wir jetzt in unserem Stil. Das Trinket macht übrigens, dass man hier... Ne? Ihr wisst Bescheid. Das Trinket macht, dass in Scheißhaufen öfter Sachen drin sind. So, und ich laufe da jetzt einfach trotzdem rüber. Ja, ja, schwarz ist jetzt weg. Ist mir egal. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas. So, einmal laufen wir noch drüber. Ich krieg tatsächlich was. Juhu! No, nee, nee, nee. Nee, nee, das will ich nicht. Aber wir haben genug Geld. Das heißt, wir können uns den Schlüssel hier kaufen. Less is more. Plus zwei Keys. Das war bestimmt irgendwas Gutes. Jedenfalls haben wir das jetzt und haben zwei Schlüssel dafür bekommen. Aber ich glaube, man kriegt noch mehr außer die zwei Schlüssel. Oh, guck, jetzt können wir auch das Ding hier aufmachen und kriegen sogar ein blaues Herz. Yay. Blaue Herzen sind toll. Ich mag blaue Herzen. Okay, scheinbar, wenn er Angst hat, dann dasht er auch nicht. Okay, irgendwie bleibt er die ganze Zeit da. Was ist los mit dir? Dingel, was ist los mit dir? Ich kenne dich ganz anders. Und dich kenne ich auch ganz anders. What the fuck? Okay, hi. Oh. Das ist ja voll witzig, wenn er Angst hat. Dann kommt er einfach nicht an uns ran. Das Baby auch nicht. Hey, habt doch keine Angst vor uns. Sehen wir etwa gruselig aus für ein Baby? Verstehe ich gar nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Bomben, um nach einem Geheimraum zu suchen, der eh hier sein wird. Genau, mit einem goldenen Scheißhaufen immerhin. Na, immerhin. So, wir haben auch zwei Bomben. Das heißt, wir werden die mal in die Luft sprengen. Und hoffen. Ah. Ah. Ja gut, eine Bombe behalten wir. Behalten wir. Das Herz. Wollen wir das Herz mitnehmen? Ich denke nicht. Aber wir nehmen die Pille mit, weil das eine Health-Down-Pille ist. Und Health-Down-Pillen sind an sich immer gut. Weil Health Down ist toll. Mir fällt gerade keine Begründung ein. Tschu. Haben wir den Keller wenigstens überstanden. Und wir haben sowieso unser Scheißhaufen Trinket. Also können wir gar nicht verlieren. Weil wir einfach das beste Trinket im Spiel haben. Oh. Okay. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall, ich glaube, keine Engelsräume mehr, aber dafür jedes Mal einen Teufelsraum. Dank diesem Goat Head. Au, ey. So ja nun nicht, du Kleiner. Noch mehr, ja. Gut, wir machen aber guten Damage. Ich will das ehrlich gesagt nicht einsammeln, aber ich habe nur noch ein Leben. Das ist auch blöd. Wir behalten erstmal das... Ja, jetzt haben wir nur ein Leben. Wenn die uns also einmal treffen, sind wir sofort tot. Wenn die uns jetzt wegsprengen, tun sie aber nicht. Von daher... Können wir hier ruhig noch ein bisschen rumlaufen. Zwei Räume noch, dann haben wir ja auch wieder unseren... Ist das ein X da drauf? Ich weiß es gar nicht. Zwei Räume noch, dann haben wir unser Buch wieder ready. Ist das ein X? Das sieht aus wie ein X. Ich mach's mal kaputt. Es war ein X. Okay, sehr schön. Und hier nach kriegen wir ja sowieso wieder ein blaues Herz. Also alles bestens für uns. Läuft bei uns. So können wir trotzdem unseren Schaden behalten und... Müssen trotzdem nicht Angst haben, dass wir irgendwie sterben. Das ist immer doll. So, hier erstmal nehmen. Halbes Herz können wir sogar wirklich nehmen, weil wir Eve sind. Und bei Eve wird das Hure von Babylon-Item schon bei einem Herz ausgelöst. Bei allen anderen erst ab einem halben Herz. Aber wir sind Eve, also ist uns das egal. Range up, nice. Wie weit schießen wir? Nicht weit. Okay, das ist noch ausbaufähig. So.
So, das ist auf jeden Fall ein blauer Stein. Haben wir jetzt gelernt. Auch wenn er nicht wirklich blau ist, aber da ist auf jeden Fall ein X drauf. Und das ist nicht mal unten rechts in der Ecke, das war einfach oben. Voll unfair. So. Was haben wir da? Tour of Spades. Hat die Schlüssel? Schlüssel verdoppelt. Und Steam Sale. Mein Steam Sale. PhD hätte ich auch gerne. Okay, wir brauchen zwei weitere Münzen. Und die kriegen wir bestimmt in diesen Raum. Wetten, 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 wetten. Guck. Eine Bombe können wir verkaufen für zwei Münzen. Oh, wie cool das wäre, wenn man einfach seine Sachen verkaufen könnte im Shop. Oder so ein Marktplatz. Es gibt einfach einen Marktplatz dann. Das soll er mal einführen mit dem DLC. So einen Marktplatz und dann kann man da einfach seine Items eintauschen gegen Geld oder sowas oder gegen andere Items. Das wäre doch mal witzig. Oder seine übrig gebliebenen Schlüssel gegen Geld oder irgend sowas. So. Ah, nein. Wieso? Ach, das darf ich nicht aufheben, war? Okay. Oh, das nehmen wir mit. Dann laufen wir auch keine Gefahr mehr, irgendwie ein halbes Herz aufzusammeln. Aus Versehen. Aber wir sollten nochmal da unten rum gucken. Weil wir brauchen ja noch zwei Münzen. Und nach einem Geheimraum können wir auch noch suchen. Diese Maske, die wir gerade gekauft haben, die macht, dass wenn wir getroffen werden, dass eine Chance besteht, dass ein blaues oder ein schwarzes Herz gedroppt wird. Von daher ist das ein ziemlich geiles Item und das ist ein ziemlich unnötiger Raum. Aber er zeigt uns an, dass hier der Geheimraum sein wird. Ja, mit immerhin einem Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel, wir können den mal ein paar geben. Komm. Komm, nimm sie alle. Nimm sie einfach alle, ich brauche sie nicht. Yay, zwei Pillen. Oh, das ist gut. Damit können wir jetzt die Dinger hier wenigstens sprengen. Und sogar noch den Schlüsseltypen. Wir kriegen das selber nochmal und... Ja gut. Nee, hat sich nicht wirklich gelohnt, dafür so viele Schlüssel aufzugeben. Naja, sechs Schlüssel für... gar nichts. Wirklich für gar nichts, okay. Einfach nur für so eine Explosions-Diara. Was? Diara. Nein, uns fehlt eine Münze. Oh nö. Kann ich denn ernst sein? Okay, wo kriegen wir jetzt eine Münze her? In denen wir den Supergeheimraum beim ersten Mal finden. Oh Gott, der kann... Bitte, 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 da fließt... Oh, da fließt Wasser runter. Gut, dann... können wir uns das leider nicht leisten. Dann kaufen wir uns die Bombe. Und den Schlüssel. Ja. Gut. Mehr können wir nicht machen. Doch, wir können immer noch einen Supergeheimraum suchen. Dann wird er wahrscheinlich hier sein. Ja. Und mein schwarzes Herz. Gut, das hat sich gelohnt. Eine Bombe für ein schwarzes Herz. Ach so, stimmt, der ist ja jetzt immer da. Weil wir diesen Goathead haben. Ah, der verschwindet dann nicht mal, okay. Vierte Ebene. Vierte Ebene schon? Oha. Okay, die schwarze Herz möchte ich noch nicht weggeben. Ich könnte mich hier treffen lassen und dann wären die alle tot. Haha. Aber schwarze Herzen, nee. Nee, nee, nee. Nein, gib her. Gib mir meinen Scheißhaufen. Schwarze Herzen gebe ich nicht so gerne ab. Vor allem nicht für blöde Stachelräume. Wenn, dann will ich damit auch Gegnern schaden. In den meisten Fällen. So. Haben wir jetzt eigentlich trotzdem Hure von Babylon? Weil wir haben ja insgesamt nur ein Leben. Aber es sieht so aus. Hab ein Leben also. Egal, ob du damit dann volle Leben hättest oder nicht. Hallo, Trollbombe. Hallo, Challenge-Raum. Hallo. I remember these. Okay. Nee. Was macht das? Was macht das, Trinket? Ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch dieses Game-Kit-Effekt-Ding bekommen. Also bisher hat es noch nichts gemacht. Was macht das? Warte, ich will das mitnehmen. Vielleicht aktiviert sich der Effekt ja noch irgendwie. Irgendwann, irgendwo. Vielleicht, wenn wir getroffen werden.
Okay, irgendwie ist das Trinket unnötig. Hä? Ich meine, es ist ein Spiel. Aber es macht ne... Ja, gut. Egal, nehmen wir unseren Scheißhaufen mit. Ist eh das beste Trinket. So, Piep. Du darfst dann auch mal sterben. Ich bin mal so nett und helfe dir dabei. Ist eben weggerutscht? Der rutscht weg? Wieso rutscht der weg? Hey, der rutscht ja richtig weg. Aua, warum? Okay, mein schwarzes Herz ziehst du mir niemals ab. Niemals! Ich lasse das nicht zu, Piep. Ich lasse es nicht zu, egal was du vorhast. So. Und... Geld. Ich brauche ein blaues Herz. Jetzt habe ich wieder nur ein schwarzes Herz, was ich opfern könnte, wenn ich in den Stachelraum gehe. Das will ich aber nicht. Das kann ja wohl so nicht sein, dass ich mein schwarzes Herz aufgeben muss, nur in den Stachelraum zu kommen. Oh, 7 Münzen. 9. Okay, ab in den Stachelraum. Jetzt können wir uns das leisten. Jetzt ist alles dull. Gehen wir da rein. Und kriegen 2 weitere schwarze Herzen. Okay, ich hätte da reingehen sollen, wenn mein Buch fertig ist, war. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Au. Das zieht ein ganzes Leben ab, wenn man gegen ihn... Okay. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm. So. Ist hier ein... Nein. Okay. Tschüss. Wir haben ein paar Bomben. Können mal nachgucken. Was? Kein Geheimraum? Jetzt bin ich ein bisschen deprimiert deswegen. Warum war da kein Geheimraum? Wo ist der dann? Na. Immer dieser Husten. Er kommt immer am Abend. So viele Herzen, die kann ich gar nicht tragen. Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin perfekt ausgewichen. Das war auch alles so geplant. Money, money, money. Ganz viel Money. Für eine kleine Eve. Die auf Sadomaso steht, denn sie hat eine Maske auf. Nein. In dem Raum werde ich auf jeden Fall Leben verlieren, wenn ich da drinnen rumlaufen wollte. Au. Gut, Vogel, du machst das schon. Da in der Ecke, da in der Ecke, da in der Ecke. Na gut. Dankeschön, Vogel. Und wir gehen zum Boss. Mega Fetti. Guck mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich meine Pille einsetzen. Jetzt habe ich eine Bombe verschwendet. Ach, Mega Fetti. Du bist mir ja ein Süßer. Du bist ja ein kleiner Bengel, du. Der hat auch zu viel gefressen jetzt in der Weihnachtszeit. Damage und Range Up. Unser Damage geht einfach immer höher und höher. Hallo Krampus. Guck mal, wir haben Damage. Und wir besiegen dich mit unserem Messer. Das alles abfängt. Das ist voll geil, das Messer. Bam, 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 bam. Wow. Ich nehme den Kopf eh nie mit. Wieso kriegen wir immer wieder den Kopf? Okay, komm, wir nehmen ihn kurz mit. Der Teufelsraum bleibt ja. Von daher ist uns das egal, dass wir da jetzt rausgehen. So, da ist ein Schlüssel. Aber da würden wir mindestens ein Leben verlieren. Ein ganzes. Ah, für diesen Raum lohnt sich nicht, Krampus Head. Hoffentlich kriegen wir im nächsten Raum bessere Gegner. Ja! Haha! Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Der Kompass, nice one. Holen wir uns. Das natürlich auch. Und dann nehmen wir das mit. Und dann nehmen wir das mit. Und dann nehmen wir das mit. Puberty. Empower. Empower. Empower hat einen zum Boss teleportet. Ja, gut. Wir laufen wieder einmal rum, weil wir sonst... Ach ja. Eigene Dummheit. Ist immer wieder schön. Immer wieder schön über die Stacheln zu laufen. Ich liebe das einfach. Über Stacheln laufen ist ein sehr geiles Gefühl. Denn wir dann auch durch den Raum gehen können und nur ein halbes Leben verlieren hätten tun. Naja, naja. Ich sollte vielleicht am Anfang des Raumes erstmal stehen bleiben und mir den Raum angucken. Aber meh.
Bin ich zu faul zu? So, wir dürfen unser Buch nicht vergessen. Ja, und sonst haben wir alles. Wir haben den Geheimraum. Den Supergeheimraum könnten wir an sich noch suchen. Der wird höchstwahrscheinlich hier oben sein. Wo ist die Tür? Da. So, da vielleicht. Tatsache, sehr schön. Und noch ein schwarzes Herz. Okay. Okay. Das ist ein nicer Deal. Und wir gehen dann weiter runter. Yay. Weiter runter. Aber wir müssen ja doch bis zu Satan. Oh, das wird ja ewig dauern. Bis zu Satan wird noch ein bisschen dauern. Wir haben noch nicht mal Mutter besiegt. Das ist jetzt gerade erst die Mutterebene. Wow. Okay, komm, die machen wir mit einem Messer. Das geht schneller. Oder wir machen ihn einfach mit einem blauen, mit einem schwarzen Herz. Das geht auch schneller. Das ist zwar nicht empfehlenswert, aber es geht schneller. Nur eine Eins? Okay. Ich habe mit mehr gerechnet. Diese Hände kommen ja immer mit ein paar mehrere. Ist übrigens auch von Zelda angelehnt. Da gibt es ja auch diese Hände, die von oben runterkommen. Und dann immer aus diesem einen Tempel da raushauen. Ja, ja, so ist das. Das Spiel hat voll viel von The Legend of Zelda. Voll krass. Da hat sich jemand inspirieren lassen. Aua. An sich könnten wir sofort zum Mom gehen und in 50 Sekunden besiegen. Nee, lassen wir. Wir haben den Kompass und sehen, dass hier ein Miniboss ist. Sloth, hi. Na, du Faulheit. Alles faul bei dir. Credit. Okay. Credit Card ist natürlich schön. Und wir werden auf jeden Fall einen Teufelsraum bekommen. Das heißt, die Credit Card ist noch viel geiler. Haha. Eine süße kleine Katze. Teratoma. Du bist schon süß. Ach, da geht's gar nicht weiter. Sag das doch. Haha. Gut, dann laufen wir. Da unten ist noch ein Shop. Oh, ich will in den Shop. Komm, wir laufen nochmal nach unten. Einfach nur, um in den Shop zu kommen. Einfach nur dafür. Hoffentlich kommen die hier nicht raus. Ne, sind zu blöd dafür. Wow, der hat dazugelernt. Krass. Scheint doch nicht so blöd zu sein, diese Scheißhaufen. Scheiße, haben wir jetzt ein Gehirn? Was ab? Kleiner Fetti Fett Fett. Au! Feuer ist böse, rotes Feuer ist böse. Blaues Feuer ist lieb. Also merkt euch, wenn ihr in der Realität immer ein blaues Feuer seht, dann auf jeden Fall anfassen. Und rotes Feuer nicht. So, was haben wir da noch? Death. Ja gut, Emperor brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Oder weil Emperor das es ein stärker gemacht hat. Keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall das mit. Dann natürlich die Batterie. Dann kriegen wir nämlich noch ein blaues Herz. Und wir haben die Credit Card dabei. Gut. Gut, dann sind wir jetzt ausgerüstet. Ah, komm, das brauchen wir nicht, oder? Wir brauchen wirklich nicht das. Nee, nee. Credit Card haben wir dabei. Sonst haben wir auch List. Empower! Wow, hä? Wir sind doch nicht mal in der Mom-Ebene. Dein Ernst? Krass, okay. Ich dachte, wir wären schon in der Mom-Ebene, aber wir haben anscheinend sehr doll getrödelt. Das ist jetzt die fünfte Ebene. Okay. Oh, der Krieg hat Angst vor uns. Ach komm, so böse sind wir jetzt auch nicht, Krieg. Wie er sich einfach unschlüssig ist, ob er zu uns hin will oder nicht. Okay. So, bitte. Oh! Yay, wir haben eine kleine Bandage Girl. Bandage Girl Kopf. Okay, wollen wir das mal ausprobieren? Ist hier irgendwo so ein X auf dem Boden? Denn es wurde ja gesagt. Lol. Ach ja, wir waren hier noch gar nicht. Es wurde gesagt, wenn man diese Schaufel hat und bei so einem X auf dem Boden einsetzt, dass dann da unter was ganz Cooles ist. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Und ehrlich gesagt will ich es auch, glaube ich, gar nicht ausprobieren, weil dann ist mein Book of Revelations weg. Und das wäre schade. Es sei denn, da kommt dann einfach nur so ein Raum
wo man auch wieder hoch kann, aber das glaube ich eher weniger. Aber ich will das trotzdem wissen. Ah, was mache ich denn jetzt? Okay, dieser Raum ist auf jeden Fall nochmal schön mit unserem Trinket. Den machen wir nochmal kurz. Sollte an sich auch kein Problem sein. Anscheinend greifen die wirklich gar nicht an, wenn sie so erschrocken sind. Okay. So, vielleicht ist da ja noch irgendwo ein blaues Herz drin. Oh, eine 10er Münze. Ja. Shop waren wir, sonst waren wir auch überall. Außer im Geheimraum. Jawohl. Hier wird wahrscheinlich der Geheimraum sein. Oder? Yay. Oh, jetzt den Darkbaum. Haben wir aber nicht. Jetzt den Darkbaum. Den haben wir aber nicht. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt tatsächlich mal in die Ebene mit Mom. Ja, wir gehen jetzt in die Ebene mit Mom. So. Wir sind ja auch erst bei 25 Minuten. Also, waren das jetzt? Depth 2? Ist das Mom-Ebene? Wahrscheinlich. Wir gehen erstmal in den Shop. Jetzt ist die Frage, geht das unten lang zum Shop? Ja, nein. Links lang. Links lang wäre die richtige Wahl gewesen. Und nicht unten lang. Oh. Ach, das sind gar keine magischen Tränen, die Magic Girl macht. Das sind diese Liebestränen. Ach so. Ja, gut, dass ich das jetzt auch mal weiß. So, wir wollen auf jeden Fall zum Shop. Also wird er wahrscheinlich hier sein, oder? Die bringen sich eh wieder selber um. Ich kenne euch doch. Ihr bringt euch immer selber um. Ich kenne euch doch. Ich kenne euch einfach zu gut. Guck, er konnte gar nicht darauf warten, sich selbst umzubringen. Ist ja gleich reingewascht. So. Okay. Ist voll cool, wie man die immer schon hört, bevor man überhaupt im Raum drin ist. Dann kann man sich schon mal drauf vorbereiten. So, da unten ist der Shop. Da. Was ist denn eigentlich? Ne, geht gar nicht, ne? Wenn man Bandage Girl und Super Meat Boy beide gleichzeitig hat. Aber ich glaube, das geht gar nicht, weil man so viele Reiter gar nicht haben kann. Ich glaube, man kann höchstens 5 Reiter haben oder doch noch mehr. Ob die dann irgendwie stärker sind oder so, weil das ist ja ein Paar. Was kriegen wir da? Justice. Oh, gibt uns nicht mal ein rotes jetzt, sondern ein blaues. Nett von dem Justice-Ding. Gut, wo ist der Boss? Da links. Dann gehen wir wohl mal nach links, hä? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn der Boss links ist, dann gehen wir auch nach links. Links ist immer eine gute Idee. Wusch. Yay, dadurch werden die Tränen schneller. Toll. Sowas braucht man. Ich würde gerne meine Kreditkarte mal einsetzen. Aber dafür möchte ich auch einen Teufelsraum, wo sich das lohnt. Lalalala. So, wieder ein blaues Herz. War eine gute Entscheidung, das Buch mitzunehmen, statt die Bibel. Sonst hätten wir schon wieder irgendwie Probleme hier mit unseren... Nee, hätten wir nicht. Hätten wir nicht. Weil wir auch überall rote Herzen einfach bekommen. Dank unserem Trinket. So, ob der Geheimraum wohl wieder hier oben sein wird? Nicht? Okay, dann vielleicht hier. Okay, dann hier unten. Da. Ach komm schon. Blöder Geheimraum. Oh, die rote Form. Die spawnt nicht mal Sachen. Das ist einfach die einfachste Form von allen. Okay. Die rote Form hätte ich gerne immer. La 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 la. Komm, wir besiegen sie mit unserem Schwert. Mit unserem Messer. Ja, muss schon schlagen. Und wir kriegen das negativ. Fate Chosen. Ach, das ist nicht mal ein Trinket. Das ist einfach so. Dann können wir noch nach dem Satan weitergehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, das kann ja was werden. Ich glaube, ich hätte das nicht einsammeln sollen. Yay, Gabi's Hairball. Haben wir schon Gabi? Nee, wir haben noch gar kein Gabi-Item. Ja, nee, gut. Wir sparen uns noch unsere Kreditkarte auf.
Vielleicht kommt ja noch ein besserer Devil-Deal. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Wump 1. Ah, die können wir eigentlich auch richtig gut mit dem Messer besiegen, oder? Und deswegen machen wir das auch. So, du auch. Ja gut, bei dir bin ich mir da nicht so sicher, ob man bei dir mit dem Messer kämpfen sollte. Aber wir haben auf jeden Fall eine Bombe für dich. Wir hätten auch noch eine, wenn du die unbedingt haben willst. Ja, willst du? Okay. Das ist ja nett von dir, dass du die Bomben so schluckst. Au. Mit diesem Messer wäre richtig gut ein Schutzschild oder so ein Unbesiegbarkeitseffekt. Boah, wenn wir jetzt das Stier-Sternzeichen finden würden, das wäre geil. Was? Hä? Okay, irgendwas hat sich bei meinen Windows geöffnet. Geht die... Hä? Aber es läuft doch alles? Hä? Warte mal. Gut, das fand ich gerade sehr merkwürdig, aber die Aufnahme läuft anscheinend noch und meine Stimme wird auch noch aufgenommen. Vielleicht guckt mir jemand zu. Bei Steam, kann man das irgendwie nachgucken, ob mir jemand zuguckt? Weil Steam hat ja jetzt auch diese Streaming-Dingsbums. Würde das dann irgendwo angezeigt werden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Bla bla. Ich habe das noch nie gemacht. Wurde mir nur erzählt, dass das geht. Und dann habe ich die Funktion einfach mal aktiviert. Und jetzt sollte mir eigentlich irgendjemand sie gucken können. Aber keine Ahnung ob. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Auf jeden Fall wollen wir zum Boss. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, sieht so aus. Sieht ganz so aus. Was ist eigentlich, wenn man hier jetzt die Kreditkarte einsetzt? Ist sie dann einfach weg und man hat sie einfach verschwendet? Das wäre nicht so geil. Dann hat man so eine gute Karte und verschwendet sie einfach. Für gar nichts. Ja, wäre auch nicht schlecht. So, ist die Frage hoch? Ja, wahrscheinlich hoch. Nein, nicht hoch. Rechts. Oh. Immer gehe ich die falschen Wege. Au. Bombis, meine Bombis. Bombis sind voll süß. Bombis sind ganz toll. Ah, jetzt müssen wir hier noch so einen Schwenker gehen. Nur weil der Boss natürlich wieder in der letzten Scheißecke sein muss. Wieder vor. Oh, da kriegen wir noch ein paar blaue Herzen. Hoffentlich. If you see the exit, get a baby pet. La la la, live to die, give up. Take your medicine. What do you want to do today? Yay. Joker. Okay. Warte, nein. Wir setzen zuerst die Joker-Karte ein und dann können wir hoffentlich die Kreditkarte einsetzen. Und dann ist alles ganz toll. So, so, so. Oh, ich mag diese roten Karten. Die sind immer irgendwas Gutes. Lila Lot. Schubidubido. Flippy, 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 flupp. Ich glaube, hier unten sind nicht mehr viele Scheißhaufen, deswegen nehmen wir das einfach mal nicht mit. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal. Nein, nein, nein. Ich will die Affenklaue. Pfote. Denn die gibt, wenn man nur noch ein halbes Herz hat, ein schwarzes Herz, glaube ich. Und das ist toll. So, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Scheiß hat. 0. Okay, Joker! Necromonikon. Nein. Gut, schade. Was haben wir sonst noch so? Tour of Diamonds. Geld verdoppelt. Das hätten wir eben einsetzen sollen. Egal. Was haben wir hier noch? Tour of Clubs. Was haben wir da? Temperance. Was haben wir da? Death. Justice. Okay. Justice war lieb zu uns. Was haben wir hier sonst noch so? Das hatten wir eben schon. Was bist du? Empress. Empress hat einen Stärke gemacht. Was haben wir? Kreditkarte haben wir immer noch dabei. Ach stimmt, das zieht ja ein ganz... Ah, oh, ich bin so dämlich. Egal.
Ich dachte, es zieht nur ein halbes Leben ab. Dann hätte ich nämlich... Ja, greift euch gegenseitig an. Dann hätte ich nämlich einfach... Ach, was wollte ich sagen? Egal. Achso, dann hätte ich einfach das halbe rote Herz aufgesammelt. Yay, wieder ganz viel Geld für uns. Können wir alles wieder verspielen. Oh. Okay, und was warst du? Hangman. Okay. Gut, Empress und wir haben die Kreditkarte dabei. Okay, okay. Sieht doch gut aus soweit. Die laufen alle vor uns weg, haben alle Angst vor uns. Scheinen wir gut Respekt aufgebaut zu haben. Jetzt nicht mehr. Sie haben neue Kraft dadurch geholt, dass ich einfach ihre Freunde getötet hatte und dann wollten sie sich rächen. Aber ich habe sie nicht gelassen, weil ich bin böse. Bin schließlich eine Eve. Ja, ihr seid süß. Gut. Aber schade, dass der Automat jetzt kaputt ist. Hallo. Wieso kommt er raus, wenn er Angst vor uns hat? Das muss man auch nicht verstehen, oder? Oh nein, Spinn. Meine Erzfeinde, woher wusstet ihr das? Au. Naja. Ein Leben verloren, eins wiederbekommen, dank unserer schwarzen Maske, dank unserer Sadomaso-Maske. Das ist doch alles dull. Kriegen wir sogar noch eins. Und Death. Oh, dann haben wir eine ganze... Dann haben wir eine ganze eine ganze Meat Girl haben wir dann. Cool, dafür gibst du bestimmt auch eine Errungenschaft. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Nicht in der Ecke verstecken, nur weil du Angst hast. Das ist unfair, ich kann nämlich nicht fliegen. Oh, er hat viel zu doll Angst. Gut, kümmern wir uns halt um deinen... Nee, wir kümmern uns um dich. Wir sind mal so nett und kümmern uns um dich. Aber du hast wieder Angst. Immer hat er Angst. La 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 la. Ja, wir haben eine Bandage Girl. Ich habe eben Meat Girl gesagt, kann das sein? Aber ich meinte natürlich Bandage Girl. Wie geil! Hatte ich noch nie, aber ich habe leider nichts dafür bekommen. Obwohl Mods aus sind, also kriegt man dafür anscheinend nichts, wenn man eine Bandage Girl erschafft. Oder ich hatte schon mal eine Bandage Girl. Hatte ich schon mal eine Bandage Girl? Ich kann das gar nicht glauben. Was macht denn die gute Bandage Girl? Läuft die nicht auch zu den Gegnern hin? Scheinbar nicht. Was macht Bandage Girl denn? Doch, macht sie gut. Macht sie da auch Schaden? Ja, okay, cool. Bandage Girl ist quasi... Oh, warte, können wir eigentlich mitnehmen? Bandage Girl ist quasi ein super Meat Boy, die aber mitschießt. Also ein besserer Meat Boy. Wow. Bandage Girl ist der bessere Meat Boy. Nein, nee, sie läuft nicht die ganze Zeit hinterher. Meat Boy wird halt die ganze Zeit richtig verrückt den Gegnern hinterherlaufen. Bandage Girl macht das eher so als Verteidigung. Als Verteidigungsmaßnahme gegen mich. Sie beschützt mich quasi. Ja, kann man so sagen. Was haben wir da? Chariot. Oh, Chariot ist gut. Vor allem, weil wir dieses Messer haben. Nehmen wir das mit. Und gehen dann auch sofort zum Boss. Ja, Bandage Girl, du schaffst das. Du bist cool. Oh, guck mal, er liebt uns. So, ich denke, wir haben jetzt volle Leben. Also ganz volle. Mehr können wir, glaube ich, nicht einsammeln, mehr blaue Herzen. Poison, ey. Hallo, it lives. So, ich würde meine Kartenkombo gerne bis zum Satan aufheben. Einfach aus Jux und Laune. Und weil das Herz an sich einfach ist. So, was ist denn, wenn wir da nah genug rangehen? Macht dann Bandage Girl auch Schaden? Nee. Oh, Bandage Girl. Ich mag Bandage Girl. Bandage Girl, du bist cool. Kann nicht verstehen, warum Meat Boy so auf dich abfährt. Was richtig cool wäre, wäre so ein Begleiter, der einfach alle Schüsse abfängt. Oder es auf jeden Fall versucht.
der sich dann immer davor schmeißt und versucht, dich zu retten. Tschö. Sollte sie auch gleich unten bleiben? Beziehungsweise wir. Das sind ja quasi wir. Bleibt er jetzt unten? Er bleibt unten. Oh nein. Wieso musste der noch einen Boss spawnen? Yay, Bandage Girl. Er konnte nicht mal seinen Laser machen. Nice one, Bandage Girl. Nice one. Nice one. Nice one. Wir gehen den offiziellen Weg, weil der unoffizielle Weg ist doof. Ich hoffe nur, dass er jetzt wirklich noch aufnimmt. Nicht, dass er da vorhin irgendeine Kacke gemacht hat. Und wir kriegen natürlich... Yo, wie weit weg ist denn bitte der Boss? Der ist da ganz hinten. Da ganz unten. Ganz hinten, ganz unten. Könnt ihr da durchschießen? Die können da wirklich durchschießen. Los, Bandage Girl, du schaffst das. Tötest du ihn? Wieso tötest du ihn nicht? Noch mehr blaue Herzen brauchen wir aber nicht. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Wir haben schon unser Buch. Au. Au. Okay. Au. Jo, schießt einfach noch mehr. Ich liebe deine Rotspei-Dinger. Schieß einfach noch mehr. Das soll wahrscheinlich wirklich ein Triforce darstellen. Also das von Zelda. Hier auf dem Boden. Das ist gar nicht einfach so. Das soll alles an Zelda erinnern irgendwie. Ich meine, die Spiele früher bei... Also A Link to the Past und so, die waren ja auch so ähnlich aufgebaut. Dass man immer von... Ja, so ein Dungeon Crawler einfach. Au. Das Spiel ist schon sehr stark an Zelda angelehnt. Und wir verlieren hier gerade viel zu viele Leben. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Okay, komm, wir nehmen die Perle doch nochmal mit. Einfach, weil sie ein paar blaue Herzen gibt. War doch die Perle, oder? Ja. Mom's Pearl. Dann gucken wir auch nochmal in den Challenge-Raum. Oh nein, und au. Uncool. Gut, Vogel, mach das. Vogel und Bandage Girl machen das. Wir haben keine Leben. Ich will leben. Ich will wirklich Leben haben. Gut, aber wir haben so viele Bomben. Wir können auf jeden Fall mal nach beiden Geheimräumen suchen. So. Schlüssel. Wir haben auch so viele Schlüssel hier. Kannst du alle haben? Oh, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall geschützt. Drei Schützdinger ist natürlich schön. So, wo müssen wir hin? Wir müssen weiter nach rechts. Ob jetzt der lange Raum das der richtige Weg ist? Scheinbar. Wow. Chill. Alles charge hier einfach auf einen zu. Uncool. Oh nein, wir verlieren zu viele Leben. Ich will nicht wieder beim Boss, beim Satan verlieren. Einfach beim letzten Gegner. Aber es wird wieder so kommen, sagst du? Sagt ihr das, ja? Oh mein Gott. Es ist auch so dunkel. Blöde Dunkelheit. Alles blöd hier. Wo sind meine blauen Herzen? Au. Wow. Ich habe einfach gar keine blauen Herzen mehr. Okay. Läuft bei uns. Kein einziges blaues Herz mehr. Zwei Herzen nur noch. Das ist ja lächerlich. Ach, weil wir dieses... Nein, wir haben ein Seelenherz bekommen gehabt. Ich habe das voll vergessen. Und deswegen sind wir die ganze Zeit nicht so stark. Okay, Bandage Girl ist cool. Oh nein. Natürlich. Komm, noch assigere Räume. Bitte, bitte, bitte. Ich liebe diese assigen Räume. Geh auf. Geh jetzt auf. Ach ja. Na toll.
Gut. Natürlich musste der uns nochmal treffen. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Shit. Gut, muss ich einsetzen, sonst sterbe ich. Ist wahrscheinlich. Ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Jetzt will ich ein paar blaue Herzen haben. Ein paar mehr. Gut. Oh oh. Jetzt haben wir auch noch unsere... eine Karte da eingesetzt. Unseren Joker haben wir einfach eingesetzt. Komm schon, wo ist denn der Geheim... Achso, den hatten wir... Oh. Wir haben schon beide Geheimräume. Toll, dann kann ich nicht mehr darauf hoffen. Was hatten wir oben für ein Trinket? War das die Hand? War das die Hand? Dann müssen wir die mitnehmen. Weil die uns halt... ein schwarzes Herz gibt, sobald wir noch ein halbes Leben haben, aber wir werden kein halbes Leben haben, weil wir nur volle Leben haben. Wir nehmen sie trotzdem mit. Ja. Und hoffen, dass Bandage Girl einfach genug Damage macht und wir mit drei Leben Satan schaffen. Drei Leben ist nicht wirklich viel. Das ist wirklich nicht viel. Na gut. Okay, Konzentration und dann gehen wir einfach zum Ah nein, davor ist noch ein Raum. Natürlich, mit voll den Assi-Gegnern. Ah. Okay, wir sterben hier einfach. Warum nicht? Und ich bin wieder reingelaufen. Aber man sieht links das schwarze Herz, das gedroppt ist, dank unserer Paw. Aber sie bringt nix. Bringt nix, bringt nix. Blöde Challenge. Blöde Darkness Falls Challenge. Du bist blöd, Darkness Falls Challenge. Dich mache ich nicht nochmal. Auf jeden Fall nicht so schnell. Erst in ein paar Tagen wieder. Oh. Oh, Spiel. Wir hatten volle Leben. Und dann haben wir in der Hölle einfach richtig viele Leben verloren. Ja, bei diesem einen Fliegenboss. Duke of. Ne, nicht Duke of Flash, den einen Fliegenboss, sag ich. Weiß nicht, wie der heißt. Naja. Halt schon wieder nicht geschafft, aber. Ne, nix, aber, das ist blöd. Wir haben gar nichts gekriegt. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffentlich haben wir morgen ein bisschen mehr Glück, aber da wird nicht nochmal die Challenge gemacht. Oder vielleicht doch. Je nachdem, wie ich morgen drauf bin. Auf jeden Fall ist morgen der letzte Arbeitstag. Das ist doch schön. Und dann hat man erstmal Urlaub. Und dann wird alles gut. Dann ist noch mein Geburtstag. Dann ist Weihnachten. Silvester. Das wird eine schöne Zeit. Okay, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.